Hallo Marie. Hallo Detlef. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute ganz viel über dich zu erfahren. Und du hast ein spannendes Thema. Du möchtest Menschen glücklich machen. Erzähl doch mal bitte, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, Menschen glücklich machen. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Das ist irgendwie durch Zufall fast. Ich habe irgendwann einmal gemerkt, wie unglaublich schön und wie sehr ich mich gefreut habe, wenn ich gemerkt habe, dass ich Menschen glücklich gemacht habe. Entweder habe ich selber gemerkt oder die Leute haben mir gesagt, Mensch, was du da damals gesagt hast oder was du vorgeschlagen hast, wo ich dir über dieses Problem oder dieses Thema erzählt habe, das hat mir so geholfen, das war so toll, danke dir dafür. Ja. Und dann war ich irgendwie zuerst einmal sehr glücklich darüber, also es hat mich natürlich sehr gefreut für die Person und dann habe ich auch gemerkt, wie ich mich dabei fühle und dass es einfach mir so ein schönes Gefühl gegeben hat. Ja. Das war einfach nur, also das war eigentlich schon immer so in meinem Leben, schon als Jugendliche und so, das war immer etwas, was ich einfach sehr gerne, wo ich gemerkt habe, wie viel Freude das mir macht. Ja? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie machst du Menschen glücklich? Ich habe gelesen und gehört, dass du Trainerin bist und Coaching machst. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe eigentlich als Sängerin trainiert und während meiner Ausbildung, ich war auch weg vom Zuhause, von meinen Eltern, war ich nach London gegangen, habe dort studiert. Ich bin einfach auf viele Techniken, Methoden, Philosophien, was auch immer gestoßen, die mich einfach wahnsinnig interessiert haben. Ja? Und dann habe ich ein Konzept kennengelernt, das heißt Erfolgsteams. Das hat die Barbara Sher erfunden, entwickelt vor vielen Jahren schon. Das ist eine Amerikanerin. Und dieses Modell wollte ich selber lernen, damit ich das auch mit Menschen machen kann. Was ist das für eine Methode? Was ist das für ein Konzept? Bei den Erfolgsteams geht es darum, Menschen dabei zu helfen, herauszufinden, was ist es, was sie wirklich wollen. Was ist ihr Traum? Was ist ihr Wunsch? Was haben sie sich immer vielleicht sogar im Geheimen gewünscht. Ja? Wie stellen Sie sich vor, wie hätten Sie gern, dass Ihr Leben ausschaut? Ja? Und dann Sie darin zu unterstützen, das wirklich auch Schritt für Schritt, ja, ganz konkret mit kleinen Schritten umzusetzen. Das machen wir in einer Gruppe. Ich leite diese Gruppe sozusagen und begleite diese Gruppe. Diese Gruppe besteht aus 4 bis 6 Personen, die sich gegenseitig unterstützen und helfen. Sprich, wenn ich dir heute sage zum Beispiel, ja, wir haben schon erarbeitet, dass mein Traum ist, wieder zu singen. Und dann habe ich angefangen, mit Leuten darüber zu sprechen. Und in dem Moment, wo ich das getan habe, gab es genug Leute rund um mich, die mich mögen, die einfach denen es wichtig ist, dass es mir gut geht, die immer wieder gefragt haben, hey, wie weit bist du, wie läuft's, ja? Wenn ich dir heute sage, das ist mein Wunsch, ich möchte das so gerne tun und du siehst, wie meine Augen leuchten, wenn ich das erzähle, ja, wirst du dich daran erinnern zuerst einmal und wirst du auch beim nächsten Mal fragen, wie geht's, ja? Und wenn ich es dir sage, beziehungsweise der ganzen Gruppe sage, fühle ich mich doch wohl irgendwo verpflichtet, das dann auch zu tun. Ich verstehe daraus, dass du Menschen hilfst, glücklicher zu werden in der Art, dass du quasi raushörst, was diese Menschen wirklich wollen. Mhm. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Privatleben, mit ihrem Berufsleben, wollen einfach was anderes, aber können es eigentlich gar nicht selber zusammenfassen, was sie wollen, ja, und wohin sie wollen. Und genau, du begleitest sie quasi, du hilfst denen halt den Weg zu finden und begleitest sie auf dem Weg. Ja. So wie ich das jetzt rausgehört habe, bist du ja prädestiniert dafür. Denn man hört ja unschwer, dass du aus Frankreich kommst ursprünglich. Jetzt sagst du gerade in London studiert. Du lebst hier in Deutschland. Du hast damit ja unglaublich viel Kulturen kennengelernt und kannst bestimmt auch, na, wenn ich das Thema Musik jetzt auch noch dazu nehme, sehr intensiv und sehr konkret auf Menschen eingehen, auch individuell. Es sind einfach 2 verschiedene Wege. Ja, die Gruppe hat eine starke Wirkung, hat eine starke Dynamik. Es ist eine Begleitung über meistens 3 Monate mit 8 Treffen alle 2 Wochen ungefähr. Ja? Und danach bleibt dieses Team zusammen. Das heißt, sie kennen die Methode, können sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig coachen im Endeffekt. Ja? Ich habe auch natürlich Leute, die zu mir kommen und die sagen, ich will ein Einzelcoaching haben. Ja? Die Werkzeuge, die ich dann verwende, sind ähnlicher. Ja, weil die sind einfach, die funktionieren in jedem Fall und 2 Personen ist auch schon einmal ein Team. Seit letztem Jahr hast du auch das Thema Kosmetik.
Kosmetik passt dazu, Menschen glücklich zu machen. Das Thema Kosmetik ist für mich auch ganz was Neues. Ja? Eine Freundin von mir, eine Bekannte von mir, hat mir von absolut genialen Produkten erzählt, die von einem Münchner Arzt entwickelt worden sind, der heißt Dr. Juchheim. Und er hat nach natürlichen Möglichkeiten gesucht, wie man zum Beispiel unter anderem Zellulite los wird. Mhm. Ja? Also das ist ein Thema, was doch sehr viele Frauen beschäftigt. Ja? Und ja, der hat einfach eine Creme entwickelt, die tatsächlich gegen Zellulite wirkt. So wie ich raushöre, bist du absolut davon überzeugt. Schön. Ja. Man sieht es dir auch an, dass du das gerne machst. Wie komme ich jetzt an diese Creme, wie komme ich an eine Beratung? Stichwort Internet. Wenn du dich für die Creme interessierst, eine Frau, eine Freundin, wenn auch immer, ja, oder für ein Produkt interessierst, was für Männer ist, könntest du bei mir in meinem Shop online das Produkt kaufen, bestellen. Das kommt geliefert zu dir innerhalb von 2 Tagen. Also logistisch sind sie wirklich super, super aufgestellt. Ja, und ich bekomme eine Provision davon. Also mit anderen Worten, ich könnte mir jetzt deinen Internetshop quasi anschauen und sagen, hey, ich probiere es mal aus. Ich habe so viel Tolles darüber gehört, ich probiere es aus. Und anschließend sage ich mir, Mensch, hey, das war toll für mich, das hat mir geholfen. Mhm. Ich kenne andere Leute, die dasselbe Problem haben. Dann kann ich das quasi weiterempfehlen. Und ganz nebenbei kann ich diese Leute nicht nur glücklich machen, sondern selber auch ein kleines finanzielles Standbein aufbauen. Genau richtig. Das heißt, du kannst sogenannte unabhängige oder wir nennen sie auch selbstständige Berater von Dr. Juchheim Cosmetics werden. Mhm. Du brauchst dich dafür nur registrieren, ja? Und du hast sofort einen Online-Shop. Und wo du dann, wenn jemand von dir sagt, er möchte gern auch die Produkte haben, dann können diese Menschen bei dir die Produkte kaufen. Und das ist noch einmal für mich Menschen glücklich machen. Ich habe gestern mit einer neuen Beraterin von mir eben bei Dr. Juchheim gearbeitet. Mit dieser Dame eben habe ich gestern ein Training gemacht und eine Frage, die ich stelle am Anfang ist, was sind deine Ziele, was sind deine Träume, was wünschst du dir? Ja? Die Antwort war am Anfang, Mensch, weiß ich nicht so genau. Ja. Ich kenne das wohl, ja, aber ja, trotzdem hätte ich gerne eine Antwort von dir. Ja. Dann habe ich gesagt, lass mich das umdrehen. Ja, habe ich gesagt, stell dir vor, in 5 Jahren bist du mit diesem Geschäft jetzt erfolgreich, bist du so weit, dass du finanziell unabhängig bist, weil das ist tatsächlich auch möglich mit diesem Geschäft. Ja. Man erbaut sich ein passives Einkommen und über die Jahre irgendwann einmal ist man eigentlich völlig frei. Ja. Habe ich die Frage so gestellt, ja, und dann war es sofort klar für sie. Ja, also in 5 Jahren, wenn ich wirklich nicht mehr so arbeiten muss wie zur Zeit, wo ich gebunden bin, wo ich an festen Arbeitszeiten und so weiter da im Krankenhaus sein muss und so weiter, ja, das ist mein Traum wäre, nach Mallorca zu ziehen und meinen Freund, meinen neuen Mann zu unterstützen bei seinem Zentrum. Also sie hat ganz große Pläne, so ein Wellnesszentrum auch, also wirklich ganz tolle Ideen, ja, was sie da machen möchte. Ja. Das heißt also, das eine Thema, was wir anfangs hatten mit Erfolgstraining heißt, ich begleite jemanden, seine Ziele, seine Wünsche, seine Träume zu erreichen, wobei er nicht unbedingt heute oder morgen seinen Job hinschmeißen muss, sondern das kann dabei rauskommen, muss aber nicht. Und das andere Thema ist, mit Kosmetik kann ich langsam anfangen, mich quasi anders oder neu zu erfinden, neu zu entwickeln. Genau. Und dadurch kann ich durchaus ich sag mal, erfolgreich werden und in Zukunft mein Geschäftsleben, mein Privatleben komplett neu gestalten. Auf jeden Fall. Super spannendes Thema. Auf jeden Fall.